Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Force of Nature 2 Ghost Keeper. Ja, ich habe einiges zusammengefarmt und auch schon ein bisschen was vorbereitet. Leider sind die angepinnten Rezepte nicht mehr da, aber das macht nichts. Die pinne ich nochmal an. Und zwar ein Gärtnertisch und das Gewächshaus. Dafür müssen wir beides im Sack haben. Ich habe auch schon angefangen, das zeige ich euch vielleicht mal vorab. Ich habe mal getestet, die Gewächshäuser darf man hier in den Innenraum stellen. Innenraum definiert sich durch die Bodenplatte. Dann kann man auch Gewächshäuser draußen platzieren. Und ich würde die auch gerne draußen platzieren und hier auch den Gärtnertisch dazu machen. Den darf man auch nur im Innenraum platzieren. Versteht sich. Ja, das wäre doch eine Idee, oder? Habe ich nicht Samen? Ananassamen. Achso, ich habe kein Wasser. Das hole ich schnell. Können wir hier nochmal anpflanzen. Frisch. Ansonsten, ja, habe ich hier diverses noch am Laufen. Ich habe ein paar Bleche gemacht. Ich habe noch Jade-Barren hergestellt. Ich habe einmal den Chemietisch aufgewertet. Da zeige ich euch gleich, welche Erleichterung uns das gebracht hat. Eine ist herausragend. Und da war ich sehr glücklich, weil das macht uns ein bisschen den Farmaufwand ein Tickel überschaubarer. Wir können jetzt nämlich Tinte herstellen. Und Tinte kann man jetzt aus Zucker und Kohle herstellen. Ah, das ist ja mega. Weil Zucker kriegen wir aus Zuckerrohr, können wir selber anbauen. Kohle machen wir selber, Wasser machen wir selber. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Dann sind wir nicht mehr ganz so stark abhängig von Knochen und von Klauen von den Tieren, woraus wir die Asche gemacht haben. So ist mir es lieber. Wie man sieht, ein bisschen Weizen habe ich angepflanzt. Der wird gerade fertig. Ich lasse hier mal Permut laufen nebenbei. So. Dann würde ich gerne... Fangen wir vielleicht mit dem Pflanztisch mal an, wa? Oder Gärtnertisch, besser gesagt. So, bauen. Wie man sieht, der geht hier wunderbar hin. Ich muss noch gucken, wie rum gehört der eigentlich. Ich hätte jetzt so rum vermutet. Warum baue ich das eigentlich alles? Wir wollen ja immer noch diese Rüstung, die Pestrüstung gegen Gift. Und dafür braucht man unter anderem... Das kann ich eigentlich mal schnell zeigen. Dazu braucht man unter anderem ein Gegenmittel. Und dann dachte ich, ja, ja, locker. Gegenmittel muss ja entweder hier am Chemietisch oder am Kochtopf. Gegenmittel ist hier und fürs Gegenmittel brauchen wir aber Übeltraubensaft und Gift. Gift können wir herstellen. Ich glaube, das kann man hier herstellen. Gift. Dafür brauchen wir nur die Zähne. Das geht. Die können wir im Sumpf holen. Aber Übeltraubensaft, das ist das Problem. Dafür braucht man Samen und diese Samen haben wir noch nicht. Und ich dachte, ich gucke mal an den Gärtnertisch, um zu schauen, ob mir das vielleicht noch eine Option bietet. Wir könnten hier gleichzeitig nochmal ein Gewächshaus, ein großes vielleicht stellen. Hier 4 auf 4. So, dann helfen wir hier mal kurz mit. Oder wir lassen die schnell arbeiten. Ich zeige euch, was es noch Neues am Alchemietisch gibt. Also, es gibt eine Bernsteinlösung aus Bernstein. Es gibt bessere Granaten. Es gibt eine Rubinlösung aus Rubine. Es gibt Weißpulver aus Sumpfdill, Salpeter, Pilz und Salz. Und es gibt hier wieder so einen Funkelhammer aus Jade. Ich habe keine Ahnung genau, was der bringt. Ich bin noch hin und her gerissen, ob wir den mal bauen sollten. Zement gibt es nachher noch. Ektoplasma. Weil hier konnten wir ja schon den machen. Der macht Schaden 10. Der macht Schaden 35. Wirkungsbereich Schaden 9. Angriffsgeschwindigkeit und verbrauchte Ausdauer 3. Verbrauchte Ausdauer 1,35. Schaden 31. Hm. Weiß noch nicht. Müssen wir uns mal durch den Kopf gehen lassen. Ah, das ging jetzt aber zügig hier. So, jetzt gucken wir mal hier. Ach, die kann man herstellen. Übeltraubensamen. Aus Mehl. Blauschleim. Wo kriege ich einen Blauschleim bitte her? Aus dem Entsafter. Da müssen wir mal kurz mal gucken. Blauschleim. Und ich glaube, es gibt noch Grünschleim, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Blauschleim. Tatsächlich aus dicke Nachtkappe.
Und Grünschleim. Okay. Dann machen wir mal ein bisschen Blauschleim, damit wir diese Übeldingsbums da anpflanzen können. So, jetzt gucken wir mal. Die braucht man dafür, ne? Dann würde ich aber hier gleich neue anpflanzen. So, dann läuft das nämlich gleich parallel. So, ich wollte aber eigentlich nochmal in Ruhe gucken. Mensch. Ah ja, die Hybridkartoffeln kann man auch hier machen. Ah ja, dafür braucht man ganz viel Schleim in verschiedenen Farben. Okay. Rotzkäppchensamen. die Sachen haben ja schon lustige Namen. So, okay. Läuft. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Gewächshäuser. Da ist natürlich die Frage, ob ich hier noch eine zweite Reihe aufsetze und den Pflanztisch einfach in die Mitte stelle. Mal gucken, haben wir gerade noch genug? Wir haben gar nichts genug. Könnten wir uns aber mal noch fix zusammensammeln, hätte ich gesagt. Weil ich müsste alles da haben. Schau mal kurz. Jo, da haben wir schon mal die Platten. Dann haben wir hier Glas, habe ich auch. Dann brauchen wir Holz, 50 Stück. 50 Nägel, ach du Scheiße, ey. Und nochmal Schleim. So, Hammer. Geil, dann bauen wir uns nämlich gleich noch ein drittes Gewächshaus. Ja, cool, läuft doch. Später überlege ich, ob ich hier vielleicht einen Durchbruch mache oder irgendwas. Aber ich wollte jetzt hier nicht noch ein komplettes Haus bauen für die Gewächshäuser, weil, wie gesagt, wir bauen ja irgendwann auch aus Stein. Und ich habe eigentlich wenig Muse, alles umzubauen. Oder nicht so viel. Ein bisschen was umbauen können wir ja. Bin ich auch völlig entspannt. Aber den Riesenaufwand wollte ich mir jetzt nicht gönnen. So ist mir es lieber, zumal die Dinger sind doch sowieso abgedeckt. Die dürfen doch auch draußen stehen, oder? So. Machen wir mal hier noch Nachtkapfer. Zack. Ja, geile Kiste. Läuft durch. Ich würde sagen, wir stellen derweil mal blauen Schleim an. Hier habe ich noch Leder klar gemacht. Dass wir da auch ein bisschen was haben. Hier habe ich Bolzen gemacht. Dartpfeile, besser gesagt, keine Bolzen. So, was haben wir hier? Hier habe ich Mehl. Ich sage ja, ein bisschen Zeug habe ich angestellt. Blauen Schleim. ...50 Stück stellen wir mal gleich an, oder? So, entledigen wir uns mal hier dem Zeug. Ja, die Kiste ist echt gut voll noch. So, Bretter. Dann haben wir hier noch eine Perle. Die können wir mal weg... oder rauslegen. So. Den Pilz schmeiße ich mal raus. Dill haben wir jetzt nicht so viel. Können wir Dill eigentlich auch anpflanzen? Sumpfdill? Ich muss mal kurz bei meinen Feldern gucken. Das interessiert mich. Derweil nehme ich hier noch die Eier mit. Hier, Sumpfdill. Tatsächlich, mit Sumpfwasser, das machen wir. Weil davon hätte ich gerne ein bisschen was auf Vorrat. Weil ich habe das dumme Gefühl, wir werden es brauchen. Und wenn wir dann keins haben, dann ist irgendwie doof. So, Sumpfwasser. 8 Stück habe ich, also brauche ich eigentlich nur 2. Also eigentlich 8, aber wir nehmen mal 10 Stück mit. So, schmeiße ich noch die Wolle raus. Ein bisschen Wolle habe ich noch gefahren, wie man gesehen hat. Ach, die haben hier schon wieder nichts zu fressen, die Ärmsten.
Kommt hier nirgendwo? Ja, tatsächlich nicht. Dann räume ich hier gerade mal zwei Felder leer. Weil ich würde es gerne mit Dünger anpflanzen. So. Ah ja, super. Samen raus, Samen raus. Dann haben wir hier noch einen Haufen Kacke. Stroh. Kann ja auch das Restwasser noch rausschmeißen. Okay, wunderbar. Verräumen wir noch schnell den Kleinkram, den wir haben. Und dann würde ich sagen, machen wir noch einen kleinen Abstecher in den Sumpf. Hatte ich nicht irgendwo Mehl? Salz? Ich hatte doch irgendwo Mehl. Da. Was ist das hier? Salz. Das kommt doch mal raus. Da haben wir Mehl voll. Und dann schmeiße ich das da rein. So, mal sortieren hier. Ananas. Ananas hatte ich auch schon irgendwo. Wahrscheinlich hier. Scheinbar nicht, aber ich schmeiße sie trotzdem dazu. Dartpfeile. Wir haben unendlich viele Dartpfeile. Das ist echt fast schon übertrieben. Aber wenn du halt hier viele Klauen- und Knochenfarmen gehst, dann verlieren diese Schweinchen ja ihre Stacheln und daraus kannst du halt dann schnell mal die Dinger hier basteln. Das fand ich immer ganz nice. So, dann haben wir Fladenbrot. Den Eimer könnte ich da lassen. So, Eimer lassen wir da, Schaufel lassen wir da. Das ist für die Ausdauer. Dann haben wir hier noch Fleischpasteten und Früchtekuchen. Und derweil kann ja da das Zeug durchlaufen. Ich würde gern einmal noch die Dinger hier ernten. So, 10 Tinte haben wir auch noch. Wir können mal kurz reingucken hier. Als nächstes wäre Bauarbeiten Level 3 dran. Dafür brauchen wir Hybridkartoffeln. Ah, wir könnten mal schnell, bevor wir losgehen, ich will mal gucken, ob wir noch Hybridkartoffeln aufsetzen können. Hier, Hybridkartoffeln. Spinnennetz, blauer Schleim. Das sollten wir mal kurz machen. Spinnennetze. Wo habe ich denn die hin? Blauer Schleim ist hier. Okay, Hammer. Was habe ich mit den Spinnennetzen gemacht? Die habe ich irgendwo hin. Ah, wahrscheinlich hier zum Nähkram, ne? Jo. Töfgens. Schlamm und schlechtes Wasser. Mal, die können doch gar nicht schmecken, oder? Die Töpfchens. So. Die muss man auf dem Feld ansetzen. Sehe ich das richtig? Kartoffeln mit blauem Schleim. Lecker, lecker. Ach, Wasser fehlt uns auch noch. Aber das stimmt doch irgendwas nicht. Aber wenn ich hier, kann ich nur normale Kartoffel aufsetzen. Und dafür brauche ich erstmal eine Hybridkartoffel. Eigentlich wollte ich ja... Kann ich die am Gärtnertisch herstellen? Oder hä? Hybrid-Kartoffelsamen. Ach, die stellt man hier direkt her. Ah, jetzt ja. Okay, wir machen mal 12, hätte ich gesagt. Ah ja, das Ding bastelt die von allein. Währenddessen pflanzen wir mal noch hier. Einmal blau. Was brauche ich für grünen Schleim? Dieses grüne Säcke da, ne? Mal kurz gucken. Die da, glaube ich. Höhlenrotzkäppchen. Da können wir auch mal welche von anpflanzen.
Höhlenrotzkäppchen. Schöner Name. Ja, gut. Ich finde, das läuft hier total. Das raus, das raus. Das ist natürlich nur die Frage, was mache ich mit dem Schleim, ne? Haben wir irgendwo noch Platz, wo es irgendwie theoretisch reinpassen würde? Ich würde sagen, den Schleim, den machen wir hier zu diesen... Ja, Schwefel und Salpeter. Ich finde, da passt Schleim irgendwie ganz gut hin. Okay, ja schön. Kommen wir doch tatsächlich gut voran. Ja, wir brauchen schon wieder Schlamm, wa? So wie es aussieht. Die sind durchgelaufen. Mega, dann pflanze ich jetzt Hybridkartoffeln an. Ja, nice. Ich würde sagen, es geht echt voran. So, dann schauen wir mal kurz hier. Hier ist Wasser durchgelaufen und hier müsste noch Salpeter durchgelaufen sein, ne? Jo. Aber da hatte ich schon das meiste rausgeholt gehabt zwischendrin. So, wir schnappen uns gerade noch ein paar Eier. Bisschen Wolle. Und ein Hauch von Milch, so, danke. Ja, schön, dass man auch für die Ascheherstellung jetzt nicht mehr so viel Milch und Eier verbrät. Das geht mir schon ein bisschen auf den Sack, ne? Mühevoll da die Eier aus den Hennen gepresst. Und dann sowas. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns den Rest der Zeit noch auf. Ich bin gerade am Überlegen, sollen wir... Nee, machen wir nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Eimer und die Schaufel mitnehme, um noch Zeug zu holen, aber das machen wir jetzt lieber nicht. Okay, jetzt schauen wir mal. In der Höhle hier waren wir schon, gell? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt sollten wir vielleicht aber auch mal die richtige Ausrüstung wieder anziehen. Dankeschön. Ich glaube, in der Höhle waren wir. Jo, hier waren wir. Dann haben wir uns auf zur nächsten. Da haben wir noch ein paar auf der Map, ne? Ich würde sagen, wir machen uns auch gleich ohne Umschweife da auf den Weg. Sofern das überhaupt möglich ist. Das sieht aber danach aus, okay. Alter, wie viel hat denn der gerade geblockt? Gar nicht übertrieben. Ja, ich denke, so 8 Gewächshäuser insgesamt wären, glaube ich, ganz gut. 3 haben wir jetzt, also da darf ich noch ein paar Ressourcen herstellen, damit das funktioniert. Aber die würde ich mal zusammenfarmen, vielleicht für die nächste Folge. So, dankeschön. Ja, was ist denn hier los? Ist hier irgendwo ein Nest?
Ja, hier scheint irgendwo ein Nest zu sein. So, wir hauen uns mal was zu essen rein, würde ich sagen. Also läuft das mit der Heilung hier schon ziemlich nice. Hat schon was los hier, ne? Die machen echt lustige Geräusche. Das gute Fleisch wollte ich jetzt nicht da in den Sumpf lassen, ne? Alter. Mal kurz auf die Map gucken. Sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Nee. Wo wollte ich hin? Ah ja. Klatschen ganz schön rein. Was verlieren die da eigentlich? Bernstein verlieren die? Oh, geil. Was ist das? Maximale Ausdauer 15, Gesundheitserholung 2. Da büßen wir zwar Laufgeschwindigkeit ein. Und ein bisschen Ausdauer. Ausdauerregeneration und hier Gesundheitserholung. Meinen, wir können die ja mal testen. Erstmal müssen wir mal gucken, wie sieht die denn überhaupt aus? Ah ja, okay, interessant. Hätten wir hier oben schon abbiegen müssen, oder was? Ah ja, hier ist die Höhle. Ich Hirn. Ach so, wir brauchen Dynamit. Fuck. Das hatte ich vergessen, ne? Das ist natürlich jetzt super. Dann machen wir aber noch eins. Vielleicht setzen wir den Teleporter noch um. Ich meine, bin ja froh, dass es hier ums Eck ist. Dankeschön, den Giftzahn brauchen wir. Ja, Gesundheitsregeneration ist natürlich auch geil, ne? Muss ich ja schon sagen. Ja, dann ist das die letzte Höhle. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir schnell an die Rüstung kommen. Weil ich glaube, für den Bossmob hier im Sumpflevel kommen wir um die Rüstung nicht rum. Weil die hat halt hohe Resistenzen gegen Gift. Und ich vermute alleine schon aufgrund des Bioms, dass der Bossmob wahrscheinlich so ein Sumpfarsch ist und auch Giftschaden machen wird. Jo. Demnach, ja, Mission ist klar. Die Ausrüstung brauchen wir. Vielleicht gucken, ob wir noch ein bisschen anderes Futter machen können mit den Pilzen. Wie gesagt, ich würde vielleicht die Gewächshäuser mal aufsetzen. Bin ich jetzt... Ne, ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt gerade vorbeigelaufen. Ich würde die schon mal aussetzen soweit, dass sie stehen und auch schon mal Pilze produzieren. Damit wir beim nächsten Mal dann baus ab. Ja.
Haben wir noch Platz dafür? Jo. Dann würde ich jetzt aber hier die Maske wieder aussetzen, solange, weil mit der hast du halt 15% mehr Bewegung. Das macht schon Sinn, wenn wir hier rumrennen. Ich finde, man merkt den Unterschied auch nicht unerheblich. Also ich finde es schon geil mit der Maske. Ja, Rückwege gehen immer schneller als Hinwege. Ne? Ist hier auch so. Ist das schon die Höhle? Ne, noch eins weiter. Also Mission Gewächshäuser, Mission neues Futter, Mission neue Rüstung. Das ist so. Wieso geht's denn hier eigentlich nicht durch? Was ist denn hier die scheiß Hecke da im Weg? Lauf doch nicht jedes Mal außen rum. Stock brauche ich eh. Komm. So, haben wir das auch noch ausgenutzt? Prima, dann bauen wir mal den Teleporter hier wieder auf. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge Dynamit. Beziehungsweise ich kann die Dynamitstange ja soweit auch schon mal vorbereiten, dass wir die haben. Und einen so einen Baum will ich noch fällen. Ich will mal gucken, was die bringen. Oder wie viel. Weil so lange, wie man an den rumfällt, müssten wir ja einiges abwerfen, ne? Okay, einiges an Baumstamm. Oh, leck. Einiges an Baumstamm. Wow, die sind gut. Okay, prima. Wir flitzen noch schnell nach Hause. Und dann haben wir die Folge auch schon wieder voll. Oder geschafft, besser gesagt. So. Das ist der Rotz. Ah, ne, das ist Wasser. Das ist der Rotz. Na, yo, das ist der blaue Rotz. Ich schimpfe ihn jetzt immer blauen Rotz. Dann wisst ihr, was ich meine. Die Perlen raus. Für das Wasser haben wir wahrscheinlich gar keinen Platz groß, oder? Ah, doch. Gut, dann würde ich sagen, switchen wir die Folge. Beziehungsweise wir können eigentlich noch kurz... Na, jetzt habe ich das Wasser rausgeschmissen. Habe ich hier nicht eigentlich Wasser drin? Ah, doch. Manchmal denke ich was mit. Wahnsinn. So, 27 haben wir übrig. Ich stelle nochmal grünen Schleim an. Dann haben wir das auch schon. Na, falsch hier. Grüner Schleim. Ah ja, wird sogar 1 zu 1. Also 27 Pilze geben 27 Schleim. Oder diese grünen Schleimbeutel. Okay, gut. So. Jetzt aber, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt mir natürlich alle gesund. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao.